Ach, Sie sind dran geblieben? Ja. Sehr schön. Mensch, ist doch toll, unsere Pearl TV-Zuschauer. Willkommen zurück. Ich hatte es gerade eben in der Anmoderation schon gesagt. Wir gehen jetzt alle, Sie mit mir, abheben in die Lüfte. Und das tun wir mit unseren absolut genialen Spielsachen, nämlich unseren ferngesteuerten Hubschraubern. Ich habe mir für die Sendung heute nicht nur drei große Modelle rausgesucht, sondern wir haben nach langen und zähen Verhandlungen mit unserem Chef es doch tatsächlich geschafft, Ihnen so ein paar ganz interessante Preise noch zukommen zu lassen, wenn Sie heute zuschlagen wollen. Und ich denke, das wird wieder eine Sendung, wo unsere Lager sehr schnell leer sind und Sie ganz nervös und ganz erwartungsfreudig zu Hause sitzen und in 48 Stunden dann den Postmann begrüßen und sagen, hast du meinen Hubschrauber dabei? Hast du ihn? Ja, und einen von den dreien können Sie sich aussuchen oder Sie nehmen alle drei, ist auch nicht verkehrt. Und anfangen tun wir mit unserem ersten und hier steht er schon auf unserem Tisch und der ist insgesamt 44 cm lang. Ein richtig schöner 3,5-Kanal-Hubschrauber in so einem Stealth-Schwarz. Also klein, stark, schwarz. Erinnert mich immer so an das fliegende Auge. Vielleicht kennen Sie aus den 80er Jahren die Serie noch, eben diesen Stealth-Look. Genial ist, dass ich mit 3,5-Kanal-Hubschraubern wirklich mal einsteigen kann in die Welt des Hubschrauberfliegens. Das macht nämlich wirklich irrsinnig Spaß. Und das ist ein Indoor-Modell. Warum 3,5-Kanal? Ganz einfach, der hat zwei Hauptrotoren, die gegenläufig arbeiten. Und insofern kann ich auf meiner Fernbedienung mit meinem rechten Joystick vorwärts, rückwärts, links und rechts fliegen und brauche mit dem linken Joystick bloß noch Gas zu geben oder eben weniger Gas, damit er steigt oder sinkt. Das heißt, für den Einstieg in den Hubschrauber-Sport, so nenne ich das mal, ist das ein absolut ideales Modell. Und wie gesagt, Sie können es drinnen üben, dann haben Sie keinen Wind, keine Thermik, dass Ihnen Ihr kleiner Hubschrauber irgendwo abhauen kann. Besser gesagt, Ihr großer, weil das ist wirklich ein kleines, ausgewachsenes Modell. Was aber der absolute Knüller ist an unserem Hubschrauber, ist, dass der eine Sonderausstattung hat, mit der Sie vielleicht mal ganz neue Eindrücke kriegen können. Und das sehen Sie gerade hier, der hat nämlich eine eingebaute HD-Kamera. Jawohl, eine HD-Kamera. Wir haben Ihnen den schon sehr oft vorgestellt und Sie waren oft genug der Meinung, jo, den muss ich haben. Und deswegen kriegen Sie den jetzt auch, liebe Zuschauer. Und das Interessante ist, der kostet normalerweise, und das muss man sich jetzt mal überlegen, knapp 100 Euro. Ja, und das ist ja nicht gerade wenig Geld. Und wir haben uns gedacht, für den heutigen Tag, damit wir Ihnen das ein bisschen versüßen können und auch mal so ein bisschen das Feeling beibringen können, kommen wir hier mit einem absoluten Sonderpreis auf Sie zu. Und da sehen Sie schon eingeblendet 69,99 Euro. Und das für einen wunderschönen Hubschrauber mit 3,5-Kanal, der eine HD-Kamera integriert hat. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist eine Micro-SD-Karte unten einlegen, eine 1-Gigabyte-Karte. Haben wir Ihnen schon beigelegt. Aber mit HD empfehle ich Ihnen gleich, eine 4 GB nachzukaufen. Können Sie im Callcenter bestellen, damit Sie auch genügend draufkriegen mit der Kamera auf die Speicherkarte. Ist natürlich interessant, mal durchs Wohnzimmer zu fliegen. Sie haben es gerade im Film gesehen. Und mal die Welt aus der Vogelperspektive zu erleben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Riesenspaß für Jung und Alt in der Kombination. Wer denn zum Beispiel unterm Esstisch durch auf dem Wohnzimmertisch am perfektesten landet. Man kann ja da die besten Spielchen zu machen und außerdem ist es eine ganz tolle Hand-Augen-Koordination. Weil eins dürfen Sie nicht vergessen, wenn der Hubschrauber wieder auf Sie zurückfliegt, das heißt also zukommt, dann ist nicht mehr rechts rechts lenken, sondern rechts ist links. Das heißt, da muss man um 180 Grad umdenken. Und es dauert ein bisschen, um mit dem Kollegen hier wirklich dann die richtigen Stunts fliegen zu können. Ich kann Ihnen aber versichern, es geht sehr, sehr, sehr schnell. Es ist ein absolut robustes Modell. Auch große Teile des Chassis sind aus wirklichem Strangblech gemacht. Das heißt, er ist wirklich robust. Und wir haben, und das ist bei jedem unserer Modelle der Fall, sollte mal was schief gehen, natürlich Ersatzrotorblätter im Lieferumfang dazu. Die können Sie übrigens jederzeit, da müssen Sie dann einfach nur im Callcenter die Artikelnummer angeben, bei uns nachbestellen, weil wenn mal ein Rotorblatt kaputt geht, das kann schon mal passieren, im heißen Kampf, in der Wohnung, im Haus, je nachdem. Und man kann die verrücktesten Sachen damit machen. Sie können zum Beispiel eigentlich Ihren Tagesablauf, den Sie so durch die Wohnung oder durchs Haus gehen, einfach mal mitverfolgen und mitfilmen, weil Sie können Ihren Helikopter ja gerne um sich rumfliegen lassen. Bis zu 15 Metern Reichweite habe ich hier mit unserem Helikopter und er fliegt tatsächlich bis zu 8 Minuten mit seinem Hochleistungsakku. Ladezeit, meiner Erfahrung nach, 2,5 bis 3 Stunden. Dann geht es sofort wieder weiter. Und das ist wirklich ein toller Hubschrauber, weil er eben diese HD-Cam integriert hat. Und damit kriegen Sie eben wunderschönste Filme zusammen
Vielleicht haben sie ein Haustier. Gucken sie mal an, wie die reagieren, wenn sie mit so einem Hubschrauber geflogen kommen. Vielleicht ist ihre Katze auch total interessiert an dem Hubschrauber. Und da kommen die witzigsten Videos bei rum. Das Tolle ist, Sie sehen es hier wirklich, er ist absolut schön zu fliegen, hat richtig die Reaktion von einem Großen, hat natürlich auch Positionsleuchten, das ist ganz wichtig, da sehen Sie es blinken, damit ich den eben auch mal, wenn es abends in der Wohnung oder im Haus ein bisschen dunkler wird, natürlich auch wunderbar sehe. Natürlich können Sie die Kamera von der Fernbedienung aus an- und ausmachen, das ist überhaupt kein Problem. Und wir haben auch noch so einen kleinen Turbo-Modus. Das bedeutet, einerseits können Sie den langsam und träge fliegen lassen. Wenn Sie aber dann auf den Turbo-Knopf schalten, dann fliegt der wesentlich aggressiver. Das heißt, damit kann man dann, wenn man sich an den Hubschrauber gewöhnt hat, richtig tolle Manöver fliegen. Und ich kann Ihnen den nur wärmstens ans Herz legen. Wir geben übrigens pro Hubschrauber jeweils 3 Stück pro Besteller raus. Wer machen wir nicht? Weil der Preis ist natürlich schon eine Sensation. 69,99 Euro anstatt knapp 100 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Holz für so einen tollen Hubschrauber. Und Sie werden einen Riesenspaß dran haben, egal ob groß oder klein. Vielleicht wollen Sie ja auch Ihre Kinder ganz einfach mal so ein bisschen in das Hobby Hubschrauberfliegen oder Modellbau insgesamt einführen, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Ich kann aus meiner Zeit raus noch sagen, dass das Hobby früher unbezahlbar war fast. Wir hatten das Glück, dass unser alter Herr mit meinem Bruder und mir damals Modellbau angefangen hat, Ende der 70er Jahre. Fragen Sie bitte nicht, was Hubschrauber damals gekostet haben. Und es war definitiv eine ganz schöne Bastelbude, weil damals war die Technik und natürlich auch das Minimieren der Teile noch nicht so toll. Also unserer war der erste, war naja, gut einen Meter lang. Und ich kann Ihnen sicher sagen, da sind uns einige Rotorblätter um die Ohren geflogen, bis der mal vernünftig in der Luft lag. Heute, und das ist das Tolle, am 21. Jahrhundert, wie Carsten das sagen würde, wir sind natürlich heute mit Technik in so kleinen Größen eigentlich schon auf einem großen Niveau, dass diese Hubschrauber einfach so detailliert sind und so genau gearbeitet sind, dass sie eigentlich eine wirklich echte Flugperformance von so einem Hubschrauber kriegen. Und auch ältere Herrschaften, die vielleicht Interesse daran haben, diesem Hobby jetzt mal zu frönen dann irgendwann. Ich kann Sie nur darin bestärken, er ist wirklich einfach zu fliegen. Sie werden in kürzester Zeit Riesenerfolge damit feiern. Das heißt also, die geplante Hatz durch die Wohnung mit dem Hubschrauber oder eben durchs Haus ist überhaupt kein Problem. Und bei 6 bis 8 Minuten Flugzeug macht das richtig Laune. Das Einzige, was ein bisschen langweilig werden kann, ist die Warterei dazwischen, bis der Akku wieder vollgeladen ist. Aber da kann man ja vielleicht dann mit dem nächsten Modell, was ich Ihnen dann gleich zeigen werde, die Zeit überbrücken. Es ist ein geniales Hobby, es macht unheimlich Spaß und der Kollege sieht eben auch noch richtig schick aus. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ganz unten dran hier unsere HD-Kamera. Und die ist unten komplett in unser ganzes System mit eingearbeitet. Das heißt, hier haben wir den Platz für die Micro-SD-Karte und hier vorne, da ist sie. Da ist unsere HD-Kamera dran und die filmt sozusagen in Flugrichtung alles, was ihr vor die Linse kommt oder was dieser Stealth-Hubschrauber eben alles so erspäht und sieht. Das alles super kompakt gemacht. Hier die Kufen auch aus Metall, mit Kunststoff übrigens ganz leicht federnd gelagert. Das heißt, dass beim Landen oder mal beim etwas heftigeren Aufprall auch nicht wirklich was passieren kann. Und natürlich hier seitlich alles wunderschön aus robustem Blech gemacht. Sieht man jetzt wunderschön auch schwarz mattiert, damit nichts passieren kann. Hochleistungsmotor drin. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Modell. Und damit geht die Fliegerei bei den größeren Modellen sozusagen los. Und Sie können eben selber jederzeit am PC dann auslesen und nachverfolgen. Hallo, wie bin ich denn geflogen? Bin ich irgendwo angeeckt? Habe ich meinen letzten Absturz noch auf Film? Werden Sie sicherlich haben. Und die Fernbedienung ist klein und handlich, hat einen Tragegriff dabei. Bei schönem Wetter kann ich Ihnen übrigens auch sagen, wenn es windstill ist, kann man den natürlich auch gerne mal auf der Terrasse und im Garten fliegen lassen. Aber sobald so ein leichtes Lüftlein ist, würde ich Ihnen empfehlen, ihn dann nicht allzu hoch steigen zu lassen, weil er eigentlich ein Indoor-Modell ist. Sollten Sie aber mal so einen richtig schönen windstillen Tag haben, können Sie zum Beispiel auch gerne mal über Ihre Beete fliegen und einfach mal die Arbeit Ihrer Frau wirklich mal, ja, wie könnte man sagen, eigentlich honorieren und ihr mal zeigen, wie das denn alles auch von oben aussieht. Weil, und das ist Tatsache, man sieht viele Dinge einfach nicht von oben oder einfach nicht aus dem Blickwinkel, wie so ein kleiner Hubschrauber sie sieht. Und deswegen sollten Sie den bestellen. Das ist die NC1872 und die 569 und der kommt für 69,99 Euro anstatt knapp 100 Euro zu Ihnen nach Hause. Wenn das kein Preis ist, dann weiß ich es auch nicht. Also 3 pro Besteller gebe ich raus, mehr ist nicht drin, aber mit 3 können Sie die ganze Familie glücklich machen. Ist eine ganz tolle Sache. Und das war unser Modell Nummer 1. Und jetzt kommen wir zum Modell Nummer 2.
Ja, eine Kamera integriert ist eine schöne Sache, aber es braucht immer eine Zeit lang, bis ich das dann am PC ausgelesen habe. Ich muss also erstmal wieder meinen Hubschrauber in den Hangar bringen, dann baue ich die Micro-SD-Karte raus, die kommt in den Adapter, dann in meinen Laptop und dann kann ich mir die Filme angucken. Vielleicht wollen Sie aber gerade im Flug auch sehen, was aufgenommen wird, um vielleicht Detailansichten oder Detailflugszenen mal wirklich überwachen zu können, wenn Sie zum Beispiel irgendwo im Schwebezustand über einem Esstisch sind und gucken. Wobei das nächste Modell hier mit einer ausgewachsenen Größe tatsächlich auch für draußen geeignet ist. Der hat nämlich bis 50 Meter Reichweite. 130 Euro knapp kostet der normalerweise bei uns. Das Geniale an diesem Hubschrauber ist aber, dass ich im sogenannten Livestream, also 1:1, auf unserer Fernbedienung ein kleines TFT-Display drauf habe, auf dem ich nämlich ganz genau sehe, was meine Kamera gerade aufnimmt. Und das kann ich eigentlich bedienen wie einen Media Player mit Start-Stop, Vorspulen, Rückspulen, Vorsprung auf die nächste Szene. Das kann ich alles hier komplett auf meiner Fernbedienung machen. Hier oben ist das Display. Und das zeigt uns 1:1 sofort an, was passiert. Und jetzt mache ich mal das gute Stück auch hier oben an. Haben wir einen Knopf drauf. Das ist übrigens ganz leicht Spritzwasser geschützt, die ganze Sache. Und jetzt sagt er schon, welcome, da sind wir. Und er überträgt Ihnen jetzt dann, wenn er sich mit dem Hubschrauber verbunden hat, natürlich sofort alles das, was die Kamera filmt, auf Ihr Display. Speicherkarte können Sie oben reintun, eine Micro-SD-Karte bis 32 GB passt da rein. Und jetzt sehen Sie es auch, hier ist schon die Kamera. Jetzt gehe ich mal mit unserem Hubschrauber mal so ein bisschen in die andere Richtung. Und Sie sehen schon hier die Startbahn, ne, mit den Punkten links und rechts. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen hoch und schaue mal so ins Studio. Und das ist alles das, was der 1:1 jetzt gerade aufnimmt. Hier haben wir unseren Felix, den Kameramann, hinter der Kamera. So, auf der anderen Seite ist unsere Johanna an der Kamera, da ist sie und das ist unser Studio. Das heißt also absolut gestochen scharfe Aufnahmen mit einer VGA-Kamera und die Neigung von dieser Kamera kann ich übrigens auch noch einstellen. Das bedeutet, die ist eigentlich unten in so einem Halbkreis drin und dann kann ich die entweder nach oben oder nach unten biegen. Sie sehen es, dann kann ich mir die jetzt passend einstellen. Jetzt bin ich geradeaus, entweder Flugmodus, dass ich sehe, wo es lang geht oder wenn ich wirklich was überwachen will und bin über meinem Objekt, dann kann ich das auch machen. Bei Windstille können Sie zum Beispiel gerne mal, bei 50 Meter Flughöhe dürfen Sie nicht vergessen, das ausprobieren, vielleicht mal Ihr Haus mal von oben aufzunehmen. Früher hat das Unmengen von Geld gekostet, eine sogenannte Luftaufnahme zu kriegen. Und hier zeigen wir Ihnen mal, wie dieser wunderschöne Hubschrauber fliegt. Auch ein Riese, fast 45 cm lang. Rotordurchmesser übrigens auch schon bei knapp 34 cm, also das ist richtig ordentlich hier. Ein 3,5 Kanal, natürlich auch wieder sehr einfach zu fliegen und natürlich auch wieder eine Turbotaste und ich kann ihn sogar noch trimmen. Das heißt, ich kann ihn so einstellen, dass der perfekt gerade in der Luft liegt. Tipp von mir, wenn Sie den das erste Mal nach dem Laden fliegen lassen, geben Sie ein bisschen Gas, bis der leicht im Schwebezustand ist und dann können Sie den natürlich perfekt tarieren. Da gibt es ein kleines Drehrädchen unten an der Fernbedienung und der stellt dann ein, wenn er jetzt leicht nach rechts und nach links drehen sollte, man muss die beiden gegenläufigen Rotoren immer erstmal ein bisschen einstellen, das ist aber bei jedem anderen Modell auch der Fall, dann können Sie den nämlich perfekt trimmen. Super aussehen tut er auch, hier wieder richtig robust gemacht. Natürlich der komplette Heckrotorverlängerung hier, alles aus dem Alurohr. Die Versteifungen sind auch aus Metall. Also das ist wieder ein ganz robustes Modell und er hat natürlich hervorragende Flugeigenschaften. Und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, weil mit der Kamera im Anschlag ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Entweder Aufnahmen mal, tja, im Sommer. Vielleicht haben Sie ja so einen kleinen Planschepool draußen im Garten. Wir kriegen ja noch mal ein paar schöne Tage. Wenn Sie jetzt die Enkel oder die Kinder da haben, die auch mal von oben zu filmen, wie die Rabauken denn so im Planschbecken rumheizen. Natürlich auch ganz witzig. Oder einfach mal den Garten von oben selber mal sich anzugucken und dann fliegen zu können. So einfach funktioniert das. Und das alles mit einem Modell mit fast 45 cm Länge. Jetzt habe ich Ihnen gerade eben den Preis gesagt, knapp 130 Euro. Ist ein sehr günstiges Modell für die Ausstattung, die er hat. Nämlich die Kamera drin, der Livestream, das alles bis 50 Metern und noch die einstellbare Kamera dabei. Positionsleuchten, naja, ist ja Ehrensache, oder? Damit das auch gut aussieht. Und das alles in so einem Mattblau. Das ist wirklich ein wunderschöner Hubschrauber. Und er hat eben wirklich absolut tolle Flugeigenschaften, ist absolut easy zu bedienen und wird Ihnen sehr schnell natürlich auch das Hubschrauberfliegen näher bringen. Wir haben natürlich oben auch noch das Gyroskop drauf. Das heißt, diese beiden Gewichte, die
uns hier die Rotation im Gleichgewicht halten. Also das ist wirklich toll gemacht. Und wenn man heute mal sieht, für wie wenig Geld man so fantastische Technik kriegt, dann staune auch ich immer wieder, weil das ging damals in D-Mark-Zeiten wirklich in die Aberhunderte, bis teilweise auch schon mal 1000, 1200 Mark für so einen Bausatz. Wenn man an solche Dinger war, auch schneller wieder kaputt, als man gucken konnte. Also Rotorblätter sind uns um die Ohren geflogen. Normalzeit, das war noch schlimmer als jedes Gewitter. Hier, wie gesagt, mit knapp 45 cm Länge ein ausgewachsenes Hubschraubermodell mit diesem Streaming, das heißt also mit dem Live-Bild von der Kamera direkt auf Ihre Fernbedienung, da können Sie ja fast so ein bisschen Blindflug üben. Das heißt, Sie können eigentlich mal den Hubschrauber nur übers Kameraauge steuern, was ja dann auch noch ein richtiger Anspruch ist. Und dann müssen Sie sich eben voll auf Ihre Fähigkeiten in den Händen verlassen, Gas geben, weniger Gas, rechts, links, vorwärts, rückwärts. Das geht dann alles auch mit dem rechten Joystick. Und damit sind Sie dann in der Luft der absolute King und eigentlich sozusagen das fliegende Auge und haben die Überwachung selber in der Hand. Ihnen wird dann noch viel, viel, viel mehr einfallen dazu. Der Preis heute ist auch eine Sensation. Anstatt knapp 130 Euro für 96,31 Euro. Auch hier geben wir wieder bloß drei Stück raus. Mehr machen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Schindluder getrieben wird mit unseren Produkten, sondern dass unsere Kunden unsere Vorzugspreise kriegen und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, da zuzulangen. Die Bestellnummer von diesem wunderschönen, ausgewachsenen 3,5-Kanal-Helikopter mit dem Livestreaming auf die Fernbedienung, der hat die Bestellnummer NC9904 und die 569 auch hier. 6 bis 8 Minuten Flugzeug, das dürfen Sie auch nicht vergessen, weil die Kamera muss ja mit Strom versorgt werden, die komplette Rotoreinheit muss arbeiten, der wiegt auch nicht gerade wenig, das heißt, das ist ein richtig ausgewachsenes Modell, fast 250 Gramm und dann sehen Sie mal, wie leistungsfähig dieser Akku ist, 6 bis 8 Minuten Flugzeit. Auch hier im Schnitt, naja, 2,5 bis 3 Stunden, dann ist er wieder voll geladen und dann können Sie Ihren nächsten Einsatz fliegen. Und wenn jetzt dann irgendwann Herbst oder Winter kommt, auch Ihre Kinder oder Enkel werden natürlich hochinteressante Ideen haben, zu was man diese Kamera alles verwenden kann. Natürlich können Sie auch gerne mal gucken, wo denn der Ball auf dem Hausdach geblieben ist. Vielleicht haben Sie eine Flachdachgarage daneben stehen und irgendwo ist ein Ball flöten gegangen. Dann kann man einfach mit dem Hubschrauber mal nachgucken, ist er denn noch drauf? Ist es kaputt? Wie sieht es aus? Und das kann man alles dann filmen. Vielleicht den Kiddies auch mal sagen, schaut mal, da ist euer Ball, beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. All diese Möglichkeiten sind mit dem Hubschrauber gegeben. Und wie gesagt, Sie können es direkt aufzeichnen und sofort das sehen, was Sie aufgenommen haben. Und das ist natürlich der absolute Knüller. Und wie gesagt, Flugverhalten wie bei einem großen 3,5-Kanal, wirklich die Pflicht, würde ich mal sagen, vor der Kür, da kommen wir gleich noch dazu. Wenn Sie den beherrschen, und das wird sehr schnell passieren, dann können Sie sich schon mal den zweiten Stern vom Flugkapitän auf Ihre Schulterkappen tun, weil dann sind Sie auf jeden Fall richtig gut. Und wie gesagt, für Jung, für Alt ist das ein absolut geniales Hobby. Mich hat es in über 40 Jahren nicht losgelassen, kann ich ganz klipp und klar sagen. Ganz im Gegenteil, seitdem ich hier bin, wird es immer schlimmer. Weil ich kriege ja witzigerweise die Hubschrauber natürlich immer als Erster zum Testen. Und das macht Riesenlaune. Und die beiden hier, die ersten, die ich Ihnen vorgestellt habe, die fliegen einfach sensationell schön. Und in dem Blau sieht er auch toll aus. Es ist ein super Geschenk, gerade für den Preis, auch für Verwandte, für Bekannte, für Freunde in Ihrem Umkreis, die eben auch technikaffin sind und richtig Spaß dazu haben. Hier natürlich auch mal so ein bisschen kohlefasermäßig angehaucht. Das Heckleitwerk, das sieht einfach toll aus und die Positionsleuchten machen natürlich auch einen super Eindruck. Also wenn es auch ein bisschen, sagen wir mal, dunkler wird oder es fängt an, wirklich ein bisschen dunkler zu werden, dann werden Sie Ihren Hubschrauber trotzdem immer noch sehen. Das mit 50 Metern Reichweite ist eine ganze Menge. Also auch bei Windstille können Sie gerne draußen fliegen. Machen Sie sich doch mal einen Überblick über Ihr Grundstück. Eine ganz tolle Sache und wie gesagt, die Bestellnummer ist die NC9904 und die 569. Und das alles, Sie haben es ja eingeblendet, für einen Preis von 96,31 Euro. So. Jetzt sind wir beim zweiten Stern auf Ihren Schulterklappen angekommen. Und jetzt würde ich Sie gern dazu ermutigen und animieren, dass Sie sich den dritten Stern und den vierten Stern auf Ihrer Schulterklappe auch noch abholen, weil jetzt kommen wir zu dem Modell, an das ich total mein Herz verloren habe. Wir haben ihn seit 3 Wochen im Programm. Er ist unfassbar schön. Es ist ein Riese. Und ich kann Ihnen gleich sagen, der normal empfohlene Verkauf des Herstellers liegt bei 200 Euro. Der könnte 350 kosten, so fantastisch fliegt der. Und jetzt kommen wir auf den Punkt hier in diesem Feuerrot mit Gelb und Schwarz, Hochglanz lackiert. Insgesamt 53 cm Rotordurchmesser. Schauen Sie sich das mal an hier. Hammer, absoluter Hammer. Und insgesamt 55 cm Länge.
Details, die mir sehr gut gefallen, ist, dass er hier an seiner Taumelscheibe, wir sprechen jetzt nämlich von einem echten Vierkanal-Hubschrauber, ganz wichtig, an seiner Taumelscheibe sogar hier die ganzen Bereiche fest verschraubt und Metall verstärkt hat. Das bedeutet also, dass der wirklich für richtig gute Flugmanöver ausgelegt ist. Und das, was Sie hier sehen, das ist die Taumelscheibe und die ist dazu da, um den Hubschrauber, der normalerweise immer nur gerade in der Luft steht, nach vorwärts, nach rückwärts, rechts und links fliegen zu lassen. Aber wir sind beim Vierkanal-Hubschrauber. Was ist da der große Unterschied? Ganz einfach. Ich lenke nicht mehr mit meinem rechten Joystick vorwärts, rückwärts, rechts und links, sondern ich neige hier diese Taumelscheibe mit meinem rechten Joystick nach rechts, nach links, nach vorn und hinten und gebe damit dem Helikopter die Möglichkeit, reagieren zu können. Und mit meinem linken Joystick gebe ich Gas, das heißt also lasse ihn höher fliegen oder weiter runter und reduziere die Drehzahlen und lenke aber gleichzeitig links und rechts. Das heißt, mit dem linken Joystick kontrolliere ich den Heckrotor, der einen eigenen Motor hat. Die Flugeigenschaften von dem Hubschrauber sind ein Traum. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Diesen Hubschrauber für das Geld zu sichern, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es ist absolut die Königsdisziplin, eigentlich schon ja, die Kaiserkrönung, weil der Hubschrauber, und Sie sehen es auch hier, dieses ganz leichte nach links und rechts schwenken, das kann ich eben einfach nur mit einer richtigen Taumelscheibe kriegen bei einem Vierkanal-Hubschrauber. Das Ding fliegt unglaublich gut. Man kann die rasantesten Manöver damit fliegen. Und wenn jemand so aus 200, 300 Meter Entfernung zuguckt und es nicht glaubt, dann denkt er, da fliegt ein echter Hubschrauber durch die Lüfte. Lässt sich super landen, hat übrigens ausprobiert von mir selber bis zu 150 Meter Reichweite. Bedeutet also ein klassisches Outdoor-Modell und ist sensationell verarbeitet, hat eine riesen Untersetzung, besser gesagt eine Übersetzung drin, damit der Rotor auch schnell läuft. Und bei dem hören Sie auch richtig, wenn Sie rechts oder links lenken, dass der Seitenrotor, also der Heckrotor, richtig die Luft ein bisschen zerschneidet. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kontrolliere ich so einen Hubschrauber? Ich muss den ja vorher auch erstmal tarieren und trimmen. Ganz einfach. Das geht über unsere Fernbedienung. Die Fernbedienung hat ein ganz großes LCD-Display mit dabei. Und ich kann unseren Kollegen hier über die Servos digital trimmen. Das bedeutet also, und ich mache jetzt mal die Fernbedienung unten an, dass ich jetzt hier ein LCD-Display drauf habe, mit dem ich alle Funktionen und Modi, da komme ich nämlich gleich noch dazu, hier komplett steuern kann. Das bedeutet also, hier kann ich genau sehen, was macht mein Hubschrauber, wie ist der Batterieladestand. Hier ganz klassisch Vierkanal, dann habe ich rechts, links, vorne und hinten und hier habe ich dementsprechend auch schon mal die Information, wie es denn mit meinem Gas geht. So, der ist an. Interessant ist jetzt, und das möchte ich Ihnen mal am Modell zeigen, dass wenn ich jetzt mit dem rechten Joystick den bewege rechts und links, dass meine Taumelscheibe hier anfängt zu arbeiten. So, und das ist rechts und links. Und wenn wir jetzt auf die Taumelscheibe gehen, dann sehen wir, dass die Taumelscheibe unsere Rotorblätter nach rechts und links bewegt. Und so verstellen die sich. Und jetzt mache ich mal vor und zurück. Und da ist es genau das Gleiche. Sie sehen, jetzt ist die Bewegung drin. Und so funktioniert das. Das ist also ein klassischer Vierkanal. Und der Heckrotor wird eben über den linken Joystick geregelt. So, jetzt hat er aber noch einige Dinge dabei, die manch andere nicht hat. Was ist denn jetzt, wenn ich Linkshänder und nicht Rechtshänder bin? Das bedeutet also, ich möchte eigentlich mit meiner linken Hand den links, rechts, vorwärts und rückwärts steuern. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich über unseren Schalthebel, der hier ist, machen. Das bedeutet entweder, ich habe jetzt das, upsala, jetzt ist mir runtergeflogen, kann passieren, die Rasterung hier, jetzt mache ich mal wieder die Fernbedienung aus, die Rasterung hier auf der Seite, ganz einfach, oder ich stelle um und habe dann jetzt hier keine Rasterung mehr, aber hier auf der rechten Seite die Rasterung. Und das ist natürlich das Interessante, das heißt, ich kann von rechts nach links bedienen, das ist überhaupt kein Problem. Mir ist gerade unser Hubschrauber mal wiedergegeben worden. Irre ist auch, das haben Sie gerade gemerkt, der ist runtergefallen. Das ist überhaupt kein Problem. Der ist nämlich absolut robust und so wertig, wie der gearbeitet ist. Erstens mal die flexiblen Kufen hier unten. Das ist eine ganz wichtige Nummer. Wenn Sie nämlich wirklich mal ein bisschen härter irgendwo aufschlagen, dann kann sich da nichts verbiegen. Der ABS-Kunststoff ist unten super flexibel ausgelegt. Und wir haben natürlich auch hier überall wieder richtig vernünftiges Blech. Alles geschraubt. Der ist also ultra robust gemacht, der Kollege. Flugverhalten, Sie haben es gerade gesehen, ich habe den ja selber eingeflogen sozusagen in unserem Film, ist ein absoluter Traum. Hier überall schön verschraubt, ganz robust gemacht und natürlich mit zwei Motoren für zwei Rotoren. Einmal für den Hauptrotor hier und natürlich hinten am kleinen Rotor auch nochmal ein extra Motor. Und das kann ich eben alles über meine Fernbedienung steuern und natürlich auch einen Turbomodus. Das bedeutet, entweder er fliegt etwas träger oder
er geht eben richtig aggressiv zur Sache. Ladezeit hier, das ist der entscheidende Vorteil von unserem Hubschrauber, noch nicht mal 1,5 Stunden, also 90 Minuten braucht er, dann ist die Batterie wieder absolut voll und eine Flugzeit von bis zu 10 Minuten. Ist das, was ich Ihnen jetzt aus der Erfahrung raus sagen kann, das Fliegen ist ein Traum. Und wer Vierkanal wirklich schon auf dem Zettel hat, der sollte jetzt hier zugreifen, weil ich finde den Preis einfach unglaublich. 78,51 Euro anstatt knapp 100 Euro ist wirklich eine Ansage, eine Maßnahme. Und den Hubschrauber muss man ausprobiert haben. 55 Zentimeter, wenn der allein in der Verpackung zu Ihnen nach Hause kommt, ist schon das erste Wow auf jeden Fall mal garantiert. Wenn Sie den auspacken, das ist ein Traum. Die ganze Technik ist unheimlich sichtbar. Sie können sehr schön reingucken, wie das alles gemacht ist. Und natürlich Technik mal in Kleinen begreifen. Ist auch eine super Sache, wenn Sie Ihren Enkeln oder Ihren Kindern diese Technik mal weiterbringen oder näher bringen wollen, weil einfach dieses Modell unglaublich gut fliegt. Hier sehen wir es, leicht nach vorne liegen, links, rechts, alles das mache ich mit meinem rechten Joystick oder Sie stellen es um, wenn Sie Linkshänder sind. Und diese verrückten Manöver kann ich mit dem Kollegen fliegen. Es ist ein ausgewachsener Hubschrauber. Normale Modelle kosten locker, hier kam die Landung, 250, 300, 350 Euro. Der Hype um diese Modelle ist riesengroß. Wir haben einen ganz, ganz, ganz treuen und lieben Fan von uns, den Jens. Der macht das professionell. Die haben Roboter, Hubschrauber im Programm, die so um die 500, 600 Euro kosten. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Klasse. Aber Jens, auch an dich, den musst du mal fliegen, den musst du dir holen. Das ist ein Traum. Für das kleine Geld ist der wirklich sensationell. 55 Zentimeter lang. 53 cm Rotordurchmesser und ein echter Vierkanal-Hubschrauber und auch das Gyroskop oben, also hier der Ausgleich, alles komplett aus robustem Metall gemacht. Das heißt, hier ist eine richtig wertige Verarbeitung drin und man sieht es hier oben auch nochmal, alles schön verschraubt. Der ist mein absoluter Liebling, seitdem er im Programm ist und ich nutze eigentlich auch so zwischendrin, zwischen den Sendungen, wenn ich mal eine Viertelstunde Zeit habe und das Wetter passt draußen, diesen Hubschrauber gerne mal, um ein bisschen abzuschalten und über die nächste Sendung nachzudenken. Und ich kann es Ihnen auch sagen, er steht schon bei mir zu Hause. Also den musste ich haben, das war ein absolutes klares ja, Go für den. Den lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, wenn es jetzt von 3,5 Kanal auf 4 Kanal gehen soll. Ein absoluter Traum. Übrigens arbeitet mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz, deswegen auch bis knapp 150 Meter Reichweite im Selbstversuch. Das schafft er ohne Probleme. Und Sie werden erstaunt sein, wie fein man den und wie genau man den trimmen kann. Das heißt, Sie können den eigentlich in der Grundeinstellung schon so perfekt trimmen, dass der eigentlich absolut waagerecht in der Luft steht und sich überhaupt nicht rührt. Und da sieht man einfach mal, wie Technik heute schon vorwärts gegangen ist. Natürlich durch die elektronische Trimmung ist das super, weil ich den perfekt einstellen kann in der Luft. Und das Flugerlebnis nachher ist ein absoluter Knüller. Und wenn Sie dann mal vom Langsamen auf den Turbomodus überschalten und sind sicher und wissen, wie Sie den handeln müssen, Sie werden da Flugakrobatik hinlegen können, die Sie vorher an einem Vierkanal-Hubschrauber vor allem für das Geld noch nicht mal gesehen haben. Bestellnummer hier ist die NX1026 und die 569. Und das ist ein absoluter Knüller und so sehe ich eigentlich immer aus. Ich schleppe den eigentlich ständig mit mir rum und bin mit dem Hubschrauber unterwegs. Wenn nicht gerade bei uns in der Firma, dann am Wochenende gerne auch zu Hause. Auch mein Bruder hat schon gesagt, er hat großes Interesse an dem Hubschrauber. Der ist nämlich genauso Hubschrauber begeistert wie ich und der wird auch in den nächsten Wochen, wenn Sie dann erstmal Ihren haben, wird auch mein Bruder dann damit bedient, weil ich den einfach absolut genial finde. Also der ist absolut Kai geprüft, kann ich Ihnen nur sagen, fliegt fantastisch und den empfehle ich Ihnen. Und jetzt hatte ich Ihnen drei Hubschrauber vorgestellt, hier nochmal die Bestellnummer, die NX1026, die 569. Und wenn Sie vielleicht die ersten beiden Hubschrauber verpasst haben, weil wir jetzt auch richtig heiß sind, dann zeigen wir Ihnen nochmal, was denn jetzt in der ganzen Sendung dabei war. Der erste Hubschrauber war unser 3,5-Kanal-Heli mit dieser HD-Cam innen drin, was natürlich total klasse ist. Da ist eine kleine Micro-SD-Karte mit 1 GB im Lieferumfang schon enthalten. Das heißt, die ersten Aufnahmen kann ich automatisch schon mal machen. Unter der Bestellnummer NC1872 der 569 anstatt 100 Euro für 69,99 Euro. 3 Stück geben wir raus pro Besteller. Dann kommen wir zu unserem zweiten Modell und das ist unser 3-Kanal-Hubschrauber, der uns die Videoübertragung sofort auf das Display auf unsere Fernbedienung bringt. Lässt sich auch ganz toll fliegen, ist knapp 44 cm lang, also ein ausgewachsenes Modell. Das alles unter der Bestellnummer NC9904 und die 569. Anstatt knapp 130 Euro geht er heute für 96,32 Euro raus. Ein knaller Preis, ganz mit der heißen Nadel gestrickt für Sie, damit wir es Ihnen einfacher machen können, jetzt zuzuschlagen. Tun Sie das. Hier ist die Bestellnummer, wie gesagt, noch eingeblendet. 0180 51 51 3 mal die 2.
Und jetzt kommen wir zum absoluten Knaller. Hier steht er, unser Vierkanal-Hubschrauber. Das ist ein Highlight, ein absolutes Highlight. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, bestellen Sie sich den. Das ist die Schau. Den muss man geflogen haben. Wer Lust auf Hubschrauber hat, wer unsere Hubschrauberpalette kennt, der muss den einfach zu Hause haben. Das unter der Bestellnummer NC1026, die 568 für 78,51 €. Also heben Sie jetzt ab.